Mein Name ist Chuma Franziskanis. Ich bin Operation Manager, Direktor hier für Youngada in der Lausitz, für das Unternehmen Hy2Gen, was ein weltweiter Wasserstoffproduzent mit seinen Derivaten ist. Youngada, das hat mit unserem Gründervater zu tun. Wir sind ein französisches Unternehmen, europäisches Unternehmen und bei uns gibt es die Liebe zum Jules Verne, der sozusagen ja schon im 18. Jahrhundert gesagt hat, Wasserstoff ist die Kohle der Zukunft. Und Youngada ist ja ein Dorf auf einem Floß und das ist auch das Projekt, was wir hier realisieren. Wir haben in unserer Wertschöpfungstiefe als Wasserstoffproduzent bis hin zum synthetischen Kerosin alles am Standort und das realisieren wir hier an einem Stück. Der Net Zero Act ist für uns ein entscheidender Ansatz, weil wir letztendlich das ja gesehen haben, wie Amerika dort gehandelt hat, wie China. Wir stehen halt mit Deutschland, Europa weltweit in Konkurrenz. Und es ist eine erste Maßnahme, wie wir versuchen zu beschleunigen, das Thema erneuerbare Energie hervorzubringen und damit diesen gesamten neuen Bereich für die Zukunft unterstützen. Alles, was wir hier machen, ist ein neuer Markt, der sich gerade entwickelt. Das bedeutet, wie entsteht das? Wir haben hier Rechtsred 2, wir haben Rechtsgrundlagen, wir haben das EEG. Wir müssen uns in sehr vielen Strukturen bewegen, weil das ein komplett neuer Markt ist, den wir gerade bewerten und dann aufbauen. Natürlich das Erneuerbare Energiegesetz, EEG, ist ein entscheidender Punkt. Alles, was wir hier machen, hat etwas mit Energie, mit grüner Energie. Wir müssten sagen, RED2 ausgerichtete Energie, wo wir Rahmenbedingungen haben und sagen, wo bekommen wir die grüne Energie her, die hier dann dementsprechend genutzt wird, um zu produzieren. Wir haben eine gute Struktur, eine gute Förderstruktur. Wir haben hier auch kompetente Ansprechpartner. Wir haben dort auch unmittelbare Betreuung, womit wir sehr zufrieden sind. Ich glaube, da werden wir auch noch etwas tun müssen, allerdings auf der anderen Seite, weil wir eben merken, dass wir hier in einem starken internationalen Markt unterwegs sind. Aus meiner persönlichen Betrachtung und für uns, für Hy2Gen, ist es besonders wichtig, das Thema der Beschleunigung. Wir wissen, dass wir wahnsinnig viele Ansätze haben, viele Punkte erfüllen müssen und dieser Beschleunigungsansatz, das zu unterstützen und das auch zu priorisieren, ist für uns genau der richtige Ansatz.